freue mich sehr, Ihnen Barcamps vorzustellen. Freue mich sehr deshalb, weil ich großer Fan bin. Insofern werden Sie keinen neutralen Überblick erhalten, sondern eher aus der Optik eines Fanboys was über das Format Barcamp erfahren, weil Barcamps haben wahnsinnig viel mit Partizipation zu tun und das ist das, was, glaube ich, in der Jugendarbeit im Vordergrund stehen sollte. Dafür hat Jörg Eisfeld-Weschke schon einen sehr guten Boden bereitet. Wir haben uns ganz viel mit Beteiligungsformaten beschäftigt, auch was das mit also elektronisch oder mit online zu tun hat. Barcamps, glaube ich, sind auch deswegen so interessant für uns, also für die Jugendarbeit, sage ich jetzt mal, weil sie online und offline so gut miteinander verbinden. Und so eine alte Angst in der Jugendarbeit ist ja, ja, mit diesen ganzen digitalen Medien, da geht ja jetzt der ganze Kontakt zu den Jugendlichen verloren. Also sie denken das nicht, sie sind ja hier und beschäftigen sich mit E-Partizipation und mit Online-Medien und so weiter. Aber ich habe gehört, dass die Haltung ja durchaus geben kann. Und da sind eben Barcamps eine wunderbare Brücke, sage ich mal, zwischen Online und Offline, verbinden das wunderbar miteinander. Ganz kurz zur Geschichte von Barcamps, dann erklärt sich nämlich auch der Name ganz gut, hat relativ wenig mit Bars zu tun und hat auch relativ wenig mit Campieren zu tun. Es gab 2005 eine sehr elitäre Veranstaltung von Tim O'Reilly, der bestimmte Personen eingeladen hat, die er für spannend hielt und sagte, lass uns mal alle treffen, wir haben so ein Überthema, ich glaube Web 2.0 war das damals so als neuer Begriff und lasst uns da einfach mal gucken, was so die Themen sind und uns übersprechen und das hat viel Missgunst ausgelöst, andere Leute sagten, oh, warum denn so elitär, es ist doch viel spannender, wenn man sich zu einem bestimmten Thema trifft und jeder, der Interesse hat, kann da hinkommen. Entschuldigung. So dieses, die Idee zu dem Format ist ein bisschen aus einer Unzufriedenheit mit klassischen Konferenzen entstanden. Also im Prinzip so eine Situation wie hier, einer steht vorne und erzählt Ihnen was, Sie sitzen im Publikum und müssen zuhören. Das ist ein Format, wie man Wissen vermitteln kann. Das ist auch ein relativ klassisches Format, wie das viele Schüler jeden Tag erleben. Ist aber jetzt nicht so der, nicht die Krone der Partizipation, würde ich jetzt mal sagen. Und als Gegenmodell war die Idee, es sitzen noch ganz viele Experten im Raum. Also sie alle haben irgendwas zu erzählen zu unserem gemeinsamen Thema. Und anstatt jetzt so klassisch, man lädt Vortragende ein, die was erzählen und dann hängt man vielleicht noch so ein paar Minuten an, wo alle was sagen dürfen, kehren wir doch das Format einfach mal um und lassen alle zu Wort kommen. Daraus ist eben das Format Barcamp entstanden. Letztlich besteht ein Barcamp aus Räumen. Da ist der Supermarkt hier sehr geeignet dafür. An die Räume gibt es ein paar Kriterien. Wichtig ist gutes Internet, weil das eben auch immer online stattfinden sollte. Also auch Online-Räume sind dafür wichtig. Man muss sich die auch nicht unbedingt selber bauen, wie Sie hier auf dem Bild sehen. Tatsächlich haben wir das aber auch schon getan. Also wir haben dann Barcamp wieder runtergebrochen und haben mit Jugendlichen auch ein Camp aufgebaut. In dem Fall sehen die Jugendlichen sich Tippis gerade aufbauen. Wir haben uns das hier viel einfacher gemacht. Wir haben uns Räume gemietet und die stehen eben zur Verfügung und man braucht Zeit. Das Barcamp ist eingeteilt, Sie kennen das ja vom Programm her, in mehrere Session-Slots. Wir machen jetzt so ein Mischformat, deswegen ein paar Vorträge am Vormittag und dann eben das Barcamp am Nachmittag. Man kann das natürlich beliebig ausdehnen. Also viele Barcamps finden 2 Tage lang statt und hat man eben pro Tag Zeit für, sagen wir mal, 6 bis 8 Sessions. So eine Session ist immer sehr begrenzt, also innerhalb von dem Format Session, also das kann man als Workshop meinetwegen bezeichnen, kann im Prinzip alles passieren, worauf sich die Teilnehmer einigen. Was aber ganz fix ist, sind die Zeiten. Also muss ich extrem an die Zeiten halten, damit man einfach zwischen den Sessions dann wieder wechseln kann und so weiter. Und so hat man quasi ein starres Korsett durch den Tag, das einem aber dann die Freiheit gibt, innerhalb dessen ganz viel zu machen. So kann das dann in etwa aussehen. Das ist jetzt ein Beispiel vom Gamescamp. Das ist ein Barcamp für jugendliche Gamer. Alljährlich holen wir uns da 60 bis 80 Jugendliche an einen Ort. Also wir schreiben das frei aus, die können sich bewerben. Und geben eben Jugendlichen den Raum, um über Computerspiele, über ihr liebstes
Hobby zu sprechen. Den Raum haben Jugendliche selten und deswegen dachten wir uns, dafür eignet sich Barcamp als Format wunderbar, weil sie da auch erstmal sich untereinander treffen können und zweitens einen Raum haben, wo ihnen auch nicht unbedingt Erwachsene reinsprechen. Das wäre ein Format, was man auch jetzt nochmal diskutieren kann. Also im Prinzip vieles in dem Projekt ist ja offen, also wo das hingeht, wie stark wir als Erwachsene da reinwirken. Es gibt eben so, ich sage mal, zwei Pole. Das eine wäre, wir fangen an, dass Jugendliche einfach die Räume komplett für sich bestimmen können. Also sagen, nur Jugendliche können Sessions anbieten. Aber natürlich sind auch Erwachsene eingeladen, gehen da mit rein und wir erfahren eher ganz viel. Also wir sind da eher als Unterstützer mit anwesend und erfahren eben ganz viel, was beschäftigt die Jugendlichen zu einem bestimmten Thema. In dem Fall ist es eben Games, in unserem Fall jetzt hier im Projekt ist es eben Kultur. Und so füllt sich dann dieser Session-Slot immer weiter. Sie sehen hier hinten, das wird unsere Session-Planung für heute sein. Das heißt, nachher in der Session-Planung werden wir diesen Plan immer weiter füllen mit den Themen, die eben Sie mitgebracht haben. Thema ist das Entscheidende. Menschen kommen eben nicht oder selten über Strukturen zusammen, sondern kommen meistens einfach über bestimmte Themen zusammen. Also man interessiert sich für ein gemeinsames Thema, ruft es aus und kommt dann eben zusammen. Es gibt, also ich denke, Sie können in Deutschland auf jeden Fall jede Woche irgendein Barcamp besuchen. Also es gibt mehrere hundert Barcamps inzwischen in Deutschland, kann man glaube ich so sagen. Es gibt noch nicht so wahnsinnig viele Jugendbarcamps. Da geschätzt so 10 im deutschsprachigen Raum, die vielleicht bisher stattgefunden haben, vielleicht 15. Inzwischen fangen auch immer mehr Schulen an, machen Projekttage anstatt fest definierte Angebote, Barcamps und so weiter. Also da gibt es viele Ideen, wie man das in der Jugendarbeit einsetzen kann und eben immer mehr Umsetzung davon. Aber das Entscheidende ist tatsächlich immer, man findet sich zu einem bestimmten Thema zusammen. Was eben auch ganz integral ist bei einem Barcamp, ist immer auch so, also viele kennen vielleicht so die Methode Open Space. Das ist relativ ähnlich, man kann es nur also man kann es gar nicht so ganz klar voneinander abtrennen. Ich würde sagen, ein Ding, was auf jeden Fall bei Barcamps fundamental anders ist, ist die Kommunikation nach außen. Also man einigt sich auf einen gemeinsamen Hashtag, auf ein Schlagwort, das eben immer mit so einem Rautezeichen ausgezeichnet. Twitter hat damit angefangen, inzwischen gibt es auch auf Facebook und so kann ich mich eben quasi auch zu einem bestimmten Thema vernetzen und nicht mit Personen vernetzen. Also ich lege einen Hashtag fest, in unserem Fall ist das E-Kultur und jeden Tweet, jede Nachricht, die ich auf Facebook oder Twitter zu dem Thema aussende, kann von anderen wieder verfolgt werden und so muss ich gar nicht wissen, mit wem bin ich als Person im Raum, muss mich mit denen nicht vorher schon verbunden haben, sondern ich verbinde mich eben über dieses gemeinsame Schlagwort. Und das ist eben auch das Spannende am Barcamps, dass ich quasi zu der Kommunikationsebene im Raum immer auch nochmal eine Online-Kommunikationsebene ergibt, die spannend ist für die Anwesenden, die aber eben auch spannend ist für die, die nicht im Raum sind. Also ich habe immer auch nochmal, wenn es irgendwie machbar ist, zum Beispiel ein Livestream, wie wir das jetzt hier haben, das heißt Menschen, die jetzt nicht hier vor Ort sein können, können eben auch nochmal teilnehmen oder können auch im Nachgang an der Veranstaltung nochmal partizipieren, können sich die Inhalte anschauen, können die Sachen kommentieren. Auch zentral ist eine Dokumentation. Dafür werden sogenannte Etherpads eingesetzt. Etherpads sind im Prinzip sowas wie Word im Netz. Also Word-Dokument kennt jeder. Man sieht auch schon die Funktionen, die kommen einem bekannt vor. Das macht nichts anderes, als so ein Dokument ins Netz zu stellen. Mit einer bestimmten Webadresse und sobald ich die veröffentliche, können alle mir unter der Webadresse, können alle gleichzeitig unter dieser Webadresse reinschreiben und ich sehe immer auch live, was andere kommentieren. Das war unter dem Stichwort Kollaboration heute schon mal eingeführt. So kann ich eben gemeinsam ein Protokoll führen, habe am Ende eben eine gute Dokumentation. Ich habe nicht eine Person dazu verdammt, nur Protokoll zu machen, ohne an den Inhalten partizipieren zu können und so arbeite ich eben gemeinsam und die Qualität steigt natürlich. Und ich habe auch da wieder eben die Beteiligungsmöglichkeiten aus dem Netz, also für Personen, die eben nicht im Moment anwesend sind. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mitgebracht. Wir machen immer wieder Dokumentationen, wenn
von Jugendbarcamps eben. Und das wollen wir auch heute machen. Also wir laden Sie als Sessiongeber dann nochmal ein, Ihre Session kurz zusammenzufassen. Das hat den Vorteil eben, dass man im Nachgang oder auch von den Sessions, die man heute verpasst, eben nochmal eine kurze Zusammenfassung bekommt. Und solche schauen wir uns jetzt mal kurz an. Weil Sie diesen kompetitiven Aspekt im Multiplayer überhaupt nicht mögen, weil Sie da halt dann des Öfteren halt mal abgeschossen werden und nicht so wirklich ins Spiel reinkommen, während andere dann wirklich nur für den Multiplayer so einen Shooter gespielt haben, weil sie halt diesen kompetitiven Charakter daran gemocht haben. Außerdem haben wir noch über andere Themen bei Shootern gesprochen, wie zum Beispiel über die Story, ob die einem besonders wichtig ist, oder zum Beispiel um das Setting oder die Atmosphäre, oder auch, wie du schon gesagt hast, das mit dem Multiplayer, ob das eben mehr Spaß macht, als es einzeln zu spielen und ob das Spiel eben im Prinzip dafür entwickelt wurde. Und am Ende haben wir nochmal ein bisschen darüber geredet, ob das aggressiv macht, so einen Shooter zu spielen und ob das jetzt nur an Shootern liegt, dass man zum Beispiel frustriert ist und ob das auch das soziale Leben von den Menschen verändert, die das spielen. Ja, auch so. Genau. Ich habe das nur mal kurz angespielt, um ein bisschen Einzug zu geben, auf was für ein Level und welche Themen da so ein bisschen diskutiert werden. Das ist jetzt ein Beispiel vom Gamescamp. Und das Thema war eben, was ist die Faszination an Shootern? Die werden ja gern so unter dem Stichwort Killerspiele diskutiert. Natürlich machen sich auch Jugendliche Gedanken drüber, wenn über ihre Themen ganz stark von Erwachsenen diskutiert werden und haben da einfach ihre Perspektive beleuchtet. Und wir haben eine ganze Serie an Videos von diesen Barcamps, und wenn sie sich da mal durchschauen, dann ist es spannend, auf welchem Level Jugendliche diskutieren, wenn sie den Raum dazu bekommen. Also wir waren da immer wieder unglaublich beeindruckt, wie reflektiert Jugendliche auf ihr Thema blicken und mit welchem Engagement sie eben auch ihre Positionen vertreten. Ein weiteres Beispiel, das war jetzt eine Fachkraft. Ja, mein Name ist Lukas Gerhardt, ich bin Teamberater bei Spirit Nuts GmbH. Und wir machen da Beteiligungsprojekte, sehr viel oder hauptsächlich online mit dem Fokus auf Jugendbeteiligung. Ich habe hier gerade ein Barcamp-Session geleitet zu einem Projekt, das wir gerade machen, und die Barcamp-Session hieß, wir bauen ein Jugendhaus, weil momentan für 2,4 Millionen Euro in Biberach mit Jugendbeteiligung via Facebook-Gruppe ein Jugendhaus bauen. Ich habe es gerade vorgestellt, wie das läuft. Das läuft so, dass vier Architekturbüros beauftragt wurden, Pläne zu gestalten. Und die werden dann in die Jugendbeteiligungsgruppe auf Facebook hochgeladen, die Jugendlichen kommentieren das, dann geben wir das in ein Kolloquium weiter, das auch Sachverständigen besteht, aus dem Oberbürgermeister, aus dem Baudezernenten und weiteren, aus Jugendinitiativen, Vertreter davon, auch von jemand von uns. Und die kontrollieren das auf Qualitätsmerkmale, auf architektonische Merkmale, auch auf Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit. Und dann gehen die Pläne an die Architekturbüros und die ändern dann die Pläne nach den Wünschen der Jugendlichen ab. So, auch das jetzt nochmal einfach ein Beispiel für E-Partizipation. Auf der inhaltlichen Ebene, auf der Meta-Ebene waren das jetzt zwei Beispiele für sehr unterschiedlich angelegte Sessions. Also die Sessions sind ja nicht klar definiert, außer es gibt einen Raum dafür und eine Zeit, die ist im Normalfall 45 Minuten. Inhaltlich kann man die sehr unterschiedlich gestalten. Also das eine war sehr diskursiv angelegt, das heißt, da ist einfach jemand mit einer Fragestellung reingegangen, was fasziniert euch an Shootern? Und das war dann kein Vortrag oder so, sondern es war von Anfang an eine Diskussion. Er hatte ein Projekt, das er vorstellen wollte, also hatte spannende Inhalte mitgebracht, hat eine Präsentation vorbereitet, und auch da empfiehlt es sich aber dann nicht, diese Dreiviertelstunde zu nutzen, um einfach einen Vortrag zu machen, weil das ist eigentlich nicht das, was man bei einem Barcamper erwartet oder haben will, sondern eher auch da wieder die Möglichkeit geben, mit den Leuten zu diskutieren und eben auch die Chance für sich selber zu ergreifen, Feedback auf die eigenen Sachen zu erhalten und so weiter. Das heißt, auch da empfiehlt sich eher so vielleicht 20 Minuten von diesen 45 zu gestalten, indem man einen Input gibt zu einem bestimmten Thema, so eine Grundlage setzt und dann eben schnell in die Diskussion einsteigt und da eben Austausch bekommt. Und man kann auch wirklich in Sessions gehen, wenn man schon immer mal ein Thema nicht verstanden hat. Also ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, ich habe noch nie Zugang zu Twitter gefunden, da schreiben doch alle nur über ihr Mittagessen, das verstehe ich nicht, macht das überhaupt Sinn? Dann wäre das ein super Diskussionsanlass. Also auch so kann man in eine Session gehen und sagen,
erklärt mir doch mal, was ist euer Nutzen an Twitter. Also jetzt nur mal als fernes Beispiel, es kann wirklich sehr unterschiedlich sein, wie man in so eine Session rangeht. Noch ein drittes Beispiel. Ja, also ich habe eine Session gehalten darüber, warum mir schwere Videospiele spielen und warum ich zum Beispiel inzwischen 5000 Tote in Super Meat Boy habe oder warum er 50 Stunden in Diablo 3 Hardcore hat. Und im Prinzip sind wir darauf gekommen, dass die Belohnung, die man erhält, dadurch, dass man so ein schweres Spiel schafft, extrem groß ist und dass eben man diesen Competition-Modus auch extrem antreibt, dadurch, dass man eben sich mit anderen vergleichen kann, dass man mit anderen Trophäen vergleichen kann, Scores und so weiter. Und wir sind dann aber auch auf das Problem gestoßen, dass vor allem heutige Spiele extrem einfach sind. Mir geht es nicht so sehr um die Inhalte, mir geht es vor allem darum, darzustellen, also wir haben jetzt nicht so viele Jugendliche im Raum, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, aber einfach unsere Zielgruppe auch nochmal sichtbar zu machen und deutlich zu machen, wo wir hinwollen. Also so, ich bin immer, wir müssen unsere Sachen mit einem Gegenüber entwickeln und in Kommunikation mit den Jugendlichen zu entwickeln. Und dafür brauchen wir eben auch Formate, die darauf ausgelegt sind, dann wirklich auf Augenhöhe mit Jugendlichen zu kommunizieren. Dafür sind Barcamps einfach wunderbar geeignet. Und auch die vielen Kompetenzen, die bei Jugendlichen schon da sind, einfach nochmal sichtbar zu machen, das, glaube ich, gelingt bei solchen Veranstaltungen sehr gut. Wir kommen gleich zur Sessionplanung. Ich erkläre jetzt erstmal nochmal den Ablauf. Die Sessionplanung an sich machen wir dann gleich. Eine Sessionplanung läuft eben so, wir haben eben diesen nicht gestalteten Raum, wir haben diese Session-Matrix, bestehend aus, in unserem Fall, 4 Räume, die wir parallel bespielen können und eben 3 Session-Slots. Das heißt, wir kommen auf maximal 12 Sessions, die wir durchführen wollen. Wenn jetzt tatsächlich viel mehr Themen nochmal auftauchen, dann kriegen wir das auch in irgendeiner Form hin. Also klar, da holt das Ding schon mal nach vorne, dann können wir uns das jeweils schon vergegenwärtigen. Die werden wir jetzt über die Zeit immer weiter füllen. Und da, genau, zum Barcamp gehört unbedingt auch immer wieder Räume neu zu bespielen, Dinge zu verändern, flexibel zu sein und auch den Mut einfach zu haben, etwas ungestaltet zu lassen, etwas rough zu lassen. Das heißt, Mut brauchen auch Sie nachher, um nach vorne zu kommen. Bei Barcamps spricht man nicht mehr von Teilnehmern, also nicht die zurücklehnende Haltung, sondern von Teilgebern. Das heißt, man gibt sich eben selber auch in so einem Barcamp, das macht man in den Sessions selber, aber eben auch als Sessiongeber, wenn man so mag. Die Menschen, die dann vorne sind und Sessions vorstellen wollen, die stellen ihr Thema vor, also machen einen kurzen Einblick, so ein bisschen Ablenkung im Raum. Schadet auch nicht. Ich will, wir machen es einfach dahin, weil das ist so gut gebaut. Ah. Okay, also. Ja, wir brauchen dann gleich die Leinwand nicht mehr, dann können wir das Ding nach vorne holen. Also wir kommen nach vorne später, stellen jeweils das Thema vor und dann ist es eben spannend, wie viele Menschen haben Interesse an dem Thema. Und so eine Session kann in der Regel stattfinden. Es gibt eben sehr unterschiedliche Themen mit sehr unterschiedlich breitem Interesse. Und eigentlich ist es das nur relevant dafür, wie große Räume dann einfach zugeordnet werden. Wir haben jetzt einigermaßen gleich große Räume, deswegen ist es hier nicht so wahnsinnig relevant, aber es ist eben spannend zu sehen, wie viele Menschen haben überhaupt Interesse an meiner Session. Wenn sie sich dann melden und Interesse anzeigen an der Session, heißt das nicht, dass sie später dahin gehen müssen. Das ist einfach nur grundsätzlich, ich finde das Thema interessant. Nachdem später dann mehrere Sessions parallel stattfinden, müssen sie trotzdem einfach nochmal entscheiden, was ist jetzt für Sie das Relevanteste. Das Schöne am Barcamps ist, man hat eher ein Luxusproblem. Also es ist nicht so, dass man einfach in einem Vortrag wie jetzt sitzt und sich denkt, eigentlich ist es ganz schön langweilig, ich würde jetzt gerne was anders hören und man muss halt da sitzen, weil nichts parallel stattfindet, sondern man hat halt tatsächlich das Luxusproblem, zwischen mehreren spannenden Sachen auswählen zu können. Ist aber tatsächlich ein Luxus. Wenn man
dennoch in der Session ist und sagt, oh, ich habe mir da was anderes vorgestellt, ich finde das nicht so spannend, dann sind sie nicht dazu verpflichtet, da zu bleiben. Es gehört zur Barcamp-Kultur dazu, dass man auch einfach zwischen Sessions wechselt. Das heißt, man stimmt mit den Füßen ab. Das ist auch kein Affront gegenüber den Referenten so. Wenn man gerade eine Session anbietet, dann ist es kein Grund, da irgendwie Rückschlüsse auf sich selber zu ziehen. Vielleicht doch, wenn alle gehen, aber im Zweifelsfall ist das jetzt, hat das nicht so sehr mit Ihnen zu tun, sondern einfach, dass die Person sich was anders darunter vorgestellt hat. Und dafür eignen sich offene Räume gut. Also so, deswegen ist es hier so angelegt, damit man einfach leicht zwischen diesen Räumen wechseln kann. Und das macht man natürlich so leise wie möglich, aber trotzdem hat man eben jederzeit die Möglichkeit zu wechseln und so gibt es eben auch nochmal unter den Sessions Austausch. Wenn Sie sich dann nochmal einlesen wollen, gemeinsam mit Lisa Peyer und Jörg Eisfeld-Reschke, haben wir für USPART, ein E-Partizipationsprojekt vom Bundesfamilienministerium, einen Leitfaden geschrieben für die Praxis, wo wir einfach so aus unserer Erfahrung, was so zu Jugendbarcamps bisher passiert ist, mal alle möglichen Dinge zusammengefasst haben, versucht haben, das in Schritte zu strukturieren und sie bei der Organisation zu unterstützen. Da findet man dann auch eine Matrix, wie man eine Session plant, also wie man so einen Sessionplan macht und viele andere Dinge mehr. Also das ist eine gute Ressource. Kostenlos unter Creative Commons kann man sich unter jbc.medianepfade.de auch runterladen. Die Präsentation ist auch im Netz, also wir werden das alles nochmal twittern und in die Dokumentation packen.